Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Es ist ein Film eingetroffen, den ich gar nicht erwartet habe. Okay, wenn ihr das Video seht, wird er schon ein paar Tage rum sein. Ja, aber es ist gekommen. Audition von Takashi Miike. Ich persönlich habe diesen Film noch nie gesehen. Und so war vor Monaten, glaube ich sogar schon, war da klar, das Ding holst du dir mal in die Sammlung. Hier nämlich jetzt von Cape Light rausgekommen, in einem ja, Cape Light typisch wundervollen Mediabook bisher. Ja. Blu-ray, DVD und, okay, das muss, müssen wir mal gucken, gell? Nee, doch. Ja, das Ding hier enthält beide Synchronfassungen und ich, dadurch, dass ich den Film gar nicht kenne, kann ich dazu gar nichts sagen. Ja, einmal die Arte-Synchronisation und einmal die DTV-Synchronisation. Welche davon als erster da war und welche besser ist und welche, ich habe keine Ahnung. Ja, hier mit neuem restauriertem 2K-Master. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ja, wie der Film so ist, der wurde mir schon ein paar Mal empfohlen. Guck dir den doch mal an und jetzt endlich da. Hier, das Ding ist hier vorne nur aufgeklebt. Wir gehen jetzt mal in die Detailansicht und gucken uns dieses schöne Ding mal zusammen an, ja. Also, los! So, hier haben wir es nun, Audition. Hier im Cape Light Media Book. Heute ein bisschen dunkel hier, gell? Was ist denn los? Vielleicht liegt es an der Folie. Ach, so geht's. Wir schneiden es. Erstmal auf. Na komm. Ja, heute ist die Folie stark oder das Messer stumpf. So. Aber geschafft. So. Ihr seht, nur aufgeklebt. Und das Backpaper ist hier auch nur dahinter gelegt. Hier wie immer alle bisher erschienenen Titel von Cape Light. Und hier hinten haben wir ja, die Inhaltsangabe mit neuem 2K-Master. Da könnt ihr euch schon mal durchlesen, um was es geht, falls ich hier was Falsches erzähle. Das kontroverse Meisterwerk von Regie-Ikone Takashi Miike ist bis heute einer der schockierendsten Filme aller Zeiten. Da sind wir mal gespannt. Ja, und hier, ja, sehr schön. Bonus haben wir ein paar Interviews. Damage Romans, Japan-Kino-Experte, okay. Audiokommentar, also Interviews und Audiokommentar und ein Kinotrailer. Dann habt ihr hier die Credits, hier steht, enthält beide Synchrofassungen. Und hier seht ihr auch, hier Arte-Synchronisation und die DTV-Synchronisation und das auf Blu-ray und DVD. Genau. So, jetzt schauen wir uns das schöne Teilchen mal an. Und ich merke, wir machen mal einen Schnitt, damit ich das... So, jetzt ist es doch viel, viel besser. Papier weg. Und hier haben wir das schöne Front-Artwork. Gell? Das schöne Cover. Muss ich sagen, sieht ja schön aus, aber ja, es ist so matt glänzend irgendwie. Aber es ist echt nicht scharf. Hier Audition, hier sieht man es auch gerade. Der Schriftzug ist total scharf, aber hier das ist... Es ist kein scharfes Bild, gell? So, dann haben wir hier den Spine und hier hinten haben wir das junge Mädel hier nochmal auf dem Sitz, auf dem Hockersche. Und das, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen näher rangehe, ja, das liegt nicht an der Kamera, dass es so unscharf ist. Das ist so unscharf gedruckt, ja. Da bin ich jetzt auch gerade mal gespannt, wenn wirklich
das Cover und das Backcover so eine schlechte Druckqualität haben, ob das 2K Master hier einiges rausreißt, ja, oder nicht. Wir blättern auf und bekommen hier die, was ist es? Die Blu-ray. Und ein, ja, ein Bildchen, ich denke mal, hier hinten die DVD. Ich denke, ist das durchgängig? Ich glaube nicht. Das ist durchgängig und das ist durchgängig, natürlich. Das passt so zusammen. Sehr schön. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen durch das Buch blättern. Ich kann hier, ja, eben geöffnet, noch nicht viel erzählen. Kille Kille, eine Erzählung von Folter, Trauma und Rachegeistern. Ich denke, es ist so scharf genug. Omiya oder einander betrachtet. Ja, Buch und Drehbuch, schön mit Kapiteln hier gearbeitet. Macht und Patriarchat. Ein Albtraum, der wahr wird. Rückgewinn von Kontrolle. Eine moderne Geistergeschichte. Die Rache der japanischen Frau. Ja, also wir sehen, sehr, sehr schön, viel Text. Text in Zusammenarbeit mit Robin Kerkhoff. Ja, sehr schön, gell? Also, ihr seht, einiges drin zu lesen. Mal gucken, ob wir das schaffen, gell? Aber ich freue mich jetzt erstmal auf den Film. Und da sind wir mal gespannt. Aber normalerweise auf Cape Light ist ja Verlass, oder? Also, schaue ich ihn mir mal an und dann reden wir ein bisschen übers Filmische. Audition ist ein Film aus dem Jahre 1999, ist ab 18 Jahren freigegeben und dauert 115 Minuten und ist vom Regisseur Takashi Miike. Ja, um was geht es in Audition oder Audition, gell, wie man es auch ausspricht. Es geht darum, dass der Herr Shigeharu, ja, er hat eine Familie und seine Frau stirbt. Er ist also dann alleinerziehend und er zieht so seinen Sohn dann 7 Jahre alleine, bis sein Sohn auf ihn zukommt und sagt, Vater, du musst mal wieder heiraten, gell? Du bist so allein hier, mach doch mal was, ja? Er bespricht das auch mit seinem Freund, Geschäftspartner, wie man das so, wie es halt so ist, gell? Und er sagt, hey, guck mal, ich brauche eine neue Frau, was machen wir denn? Und er sagt, hey, ich habe hier ein Drehbuch liegen, wir könnten doch ein paar Frauen zum Casting, zur Audition, gell, einladen. Und vielleicht findet sich ja da eine, gell? Hier, wir haben einen Haufen Anfragen, 30 Stück. Darfst du dir da raussuchen und dann machen wir da mal ein Casting, gell? Auf dem Stuhl, nicht auf der Couch, ja, aber ist genauso effektiv. Ja, und er verliebt sich in die schöne, junge Asami, kann das sein? Asami, genau. Er verliebt sich in die schöne junge Asami und schnell findet sich heraus, dass hier nicht alles so, hier ist alles ein bisschen komisch, ja. Sie hat hier gearbeitet, aber irgendwie ist es schon geschlossen, der Laden. Dann ist sie unter Vertrag mit einem Musikproduzenten, auch den gibt es schon ewig nicht mehr. Also alles ist sehr, sehr komisch, aber sie treffen sich regelmäßig und die Dates, die verlaufen immer rucki-zucki, richtig, richtig schön, gell, sind die, also rucki-zucki vorbei, gell, und dann, ach,
wir müssen uns wieder sehen und nach auch ein paar Tagen oder so will er dann auch sofort irgendwie einen Heiratsantrag machen. Also in Japan geht es wohl hier ganz schnell, gell? Ja, und weiter will ich auch gar nicht verraten, gell? Denn dann kommt es dann so zu einem kleinen Twist, ja? Ist okay, gell? Ist okay, muss ich sagen. Und ja, was halte ich jetzt von dem Film? Ich habe Audition jetzt zum ersten Mal gesehen, ja? Ich habe vorher irgendwie nie was von gesehen gehabt oder sonst irgendwas. Und muss sagen, es soll ja auch sehr schockierend sein. Der legendäre Horrorklassiker aus Japan mit neuem restauriertem 2K-Master. Ja, also auf jeden Fall, der Film hat ja zwei Synchronfassungen. Einmal die Arte-Fassung und einmal die DTV-Fassung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich geguckt habe. Ich habe angemacht und habe laufen lassen und habe dann auch mal rumgeschaltet, die Synchronfassung hin und her geschaltet und muss sagen, beide sind gut, beide sind super. Kann ich mich bei beiden nicht beschweren. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich gesehen habe. Ja? Und die hören sich auch ziemlich ähnlich an, so dass man da sagen kann, das sind wahrscheinlich vielleicht sogar die gleichen Synchronsprecher gewesen. Aber das weiß ich nicht, gell? Hier vom neuen 2K-Master. Wie ich ja hier auch schon gesagt habe, Deadbild und Deadbild, das sind nicht so die schärfsten Drucke. Und so ist auch der Film. Ja, da wird es wahrscheinlich am Master gelegen haben, dass das allgemein nicht so scharf ist. Und so ist auch der Film nicht so scharf. Wir haben einen Haufen Filmkorn noch mit drin und alles, gell? Ich mag Filmkorn, gell? Brauchen wir. Ja, aber ihr braucht hier nicht zu hoffen, dass ihr hier so ein richtig scharfes Ding bekommt, gell? Das nicht. Aber schlecht ist es auch nicht, gell? Ja, zum Film selber. Es ist dafür, dass es ein sehr schockierender Film sein soll, ja, es soll ja ein richtig, richtig schockierender Film sein. Nö. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das 99, als der Film rauskam, ob der dann so beworben wurde, ob es da was Vergleichbares gab. Aber brutal ist er nicht, ja. Der Film ist sehr, sehr ruhig gehalten und also die erste Stunde passiert hier gar nichts, gell? Bis auf das Kennenlernen zwischen den beiden, ja, wie sie sich kennenlernen, wie sie sich daten und ja, und dann fängt so nach und nach an, dass so, oh, hier ist was komisch, ja, aber das ist so erst nach einer Stunde, ja, und ja, also wirklich, dass ein bisschen Blut dabei ist, dass ein oder andere passiert, das ist wirklich nur am Ende. Und ich muss sagen, für eine 18er-Freigabe, nee, muss ich wirklich sagen, also das würde schon ab 16 durchgehen heutzutage. Ja, es ist nicht überwältigend brutal, ja. Also Cape Light, ich denke, hättet ihr das neu geprüfen lassen, wäre der wahrscheinlich auch ab 16 freigegeben worden. Aber mir kann das ja egal sein, gell? Ich bin ja schon ein bisschen über 18, gell? Und aber ja, und ansonsten ist der Film aber trotz, dass er halt sehr ruhig ist und ist das sehr, sehr gut gemacht. Ja, also mir hat er richtig gut gefallen. Alles drum und dran, wie das alles gedreht wurde, die Geschichte dahinter und die Schauspieler. Es passt einfach, ja, man findet da seine Sympathie in den Figuren. Und ich muss wirklich sagen, mir hat es
mir hat es Spaß gemacht, denen zuzusehen. Mir hat die Geschichte gefallen, mir hat das Ende gefallen. Also mir hat das rundum gefallen. Aber der Nachteil ist halt dadurch, dass der halt auch sehr ruhig ist, ja, glaube ich nicht, dass ich den jetzt so, oh, juhu, ich gucke jetzt Audition. Ich denke, der wird jetzt eine Zeit lang hinten im Regal stehen, bevor ich den das nächste Mal wieder anfasse. Ja? Er hat, trotz dass er halt sehr gut ist, hat er jetzt so einen Wiedersehungswert. Meiner Meinung nach ist der Wiedersehungswert recht weit unten. Ja? Also fürs erste Mal doch, ja. Aber für weitere Male, da muss eine Zeit vergehen, gell? Ja, habt ihr Audition gesehen oder habt ihr euch das Mediabook geholt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren, was ihr zu dem Ganzen hier sagt. Ja, und ja, dann war es das nämlich auch schon wieder, gell? Danke, dass ihr dabei wart und ja, wie gesagt, wenn ihr was zu schreiben habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und schaut auch mal in die Videobeschreibung. Da sind die ganzen fucking Freaks verlinkt. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Und auch ja, auf Facebook und auf Instagram. Gell? Sind wir auch vertreten. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Genauso wie im Discord. Ja, da sind wir auch. Und auf hier, Spreadshirt. Da könnt ihr auch mal reingucken. Wenn ihr was Tolles haben wollt. Ja, und das war's. Tschüss, macht's gut. Euer Timo.